Hallo meine lieben Singles, ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen Single-Legung und wir wollen jetzt mal hier schauen, was auf euch als Single demnächst zukommt. Bedenkt bitte, es ist ein allgemeiner Orakel, kann ich auf jeden hundertprozentig zutreffen und ich erzähle immer aus der Sicht einer Frau auf einen Mann. Du könntest dich aber auch hier als ein Gegenüber, wenn du der Mann bist, ne, wenn du hier als Mann zuschaust, auch hier in der Legung direkt wiederfinden oder vielleicht auch als der Zuschauer. Ne? Genau, also als der Zuschauer, der auf eine Gegenüberenergie schaut, sprichwörtlich auf eine Frau. Ne? Alles andere ist eh geschlechterneutral hier, also ne, fokussiert euch da nicht zu sehr darauf. Wichtig ist, dass ihr damit in Resonanz geht oder auch nicht. Ne? Du hast natürlich auch hier die Möglichkeit, bei mir eine Legung zu buchen, wenn du vielleicht auch wissen möchtest, was auf dich in der nächsten Zeit zukommt. So, was kommt denn auf die Singles demnächst hier zu? Huch! Wollte wieder reinspringen, die Kappe. Okay, ja. Also irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass du hier Angst hast, als Single irgendwie zu scheitern. Ne? Vielleicht machst du einen Fehler, vielleicht macht einen Fehler jemand in deine Richtung. Auf jeden Fall hast du auch so einen gewissen Neid bei dir. Also erstmal das Scheitern. Ich verstehe, dass Fehler Chancen sind, etwas zu lernen. Ne, vielleicht wirst du hier einen Fehler machen oder hast das Gefühl, hier einen Fehler zu machen und an irgendeiner Sache zu scheitern. Und wir haben so den Neid, wo es ganz einfach darum geht, ja, dass du halt als Single wirklich denkst, okay, ich bin hier ständig vor Herausforderungen gestellt, habe ich das denn nur, warum geht es mir denn nicht auch mal besser, ne? Und warum habe ich immer diese Probleme, ne? Also das könnte hier auf dich als Single zukommen in der nächsten Zeit. So, dann schauen wir mal mit den Kipperkarten, was sagen die hier noch? Ja, es geht um dein privates Umfeld auch so ein Stück weit, ne? Aber ich sehe dich hier als die gute Dame. Du bist eigentlich eine Dame, vielleicht bist du hier schon älter, vielleicht bist du auch ein älterer Mann, wie auch immer, ne? Kannst schon ein bisschen älter sein. Und du bist aber hier generell gut eingestellt, ne? Also was so dein privates Umfeld und so, ne, was das geht, aber vielleicht, naja, du bist ja hier vielleicht eine Single-Dame oder ein Single-Mann und siehst vielleicht auch, wie die anderen vielleicht schöne Bilder posten oder siehst vielleicht auch Paare und könntest hier in irgendeiner gewisser Weise denken, gut, ich habe jetzt vielleicht schon einiges an Fehler in meinem Leben gemacht oder andere haben Fehler gemacht gegenüber Energien, aber irgendwie hast du auch so ein Stück weit das Gefühl, wann kommt denn mal die Liebe für mich? Na, wann kommt denn endlich mal jemand in mein Leben, der zu mir gehört? Ich, ja, na, das ist hier so dein Wunsch. Also ich habe hier so ein bisschen die Energie der Verzweiflung hier mit so drin und das ist nichts Falsches. Na? Es ist völlig klar, dass man irgendwann mal so denkt, wenn man dann immer hier Paare sieht und ne, Heidi, Deidi und da wird rumgekusselt und da fahren sie in Urlaub und da machen sie was. Aber es ist trotzdem wichtig, dass du bei dir wirklich bleibst, ne? Als die Dame das oder der Herr, dass du hier wirklich bei dir gut bleibst, dass du gut eingestellt bist dir gegenüber und dass du auch glücklich bist. Manchmal kann ganz schnell mal ein Mensch in dein Leben treten, aber manchmal dauert es halt ein Stück, ne? Ja, also ich weiß nicht, ich will da jetzt auch nichts schönreden oder irgend sowas. Du bist halt in der nächsten Zeit in so einer Energie, wo du halt Angst hast, wirklich hier zu scheitern. Ne? Wo du denkst, okay, ich habe hier nur Herausforderungen, wann kommt denn da mal wirklich etwas? Und wir fragen jetzt mal genauer nach. Was kommt jetzt auf die Singles zu demnächst? Das bist du als die Königin der Münzen. Und die Königin der Kelche, diese Energien wirst du hier vereinen. Das ist ja schon mal super. Oh, hier kommt ein liebevolles Angebot auf dich zu, kann ich schon mal sagen. Okay. Ja, eigentlich wollte ich dein Gemüt jetzt mal ein bisschen erheitern hier auf der einen Seite. Aber wir gucken jetzt mal weiter. Ja. Okay, die 5 der Münzen, bitte. Aber das ist gut. Das ist gut. Ne? Ich kann dein Gemüt auf jeden Fall erheitern. Das sehe ich jetzt hier so als Single. Also, es geht hier darum, dass sich irgendjemand hier davongeschlichen hat, von diesen ganzen Sachen mit dir.
Ne? Vielleicht hattest du ja jemanden kennengelernt und dieser Mensch hat sich weggeschlichen. Vielleicht gab es ja den einen oder anderen Konflikt mit diesem Menschen, vielleicht starke Konflikte auch, ne? Vielleicht auch Streit. Und du bist jetzt hier in deiner Klarheit, hier Dinge umzusetzen. Vielleicht hast du hier irgendetwas beendet gehabt, damit du hier in deiner Mitte wieder bleibst. Ne? Das muss jetzt nicht für alles so sein. Es kann auch sein, dass hier die ein oder andere Enttäuschung war, dass sich hier immer wieder jemand davon geschlichen hat, vielleicht auch andere Menschen davon geschlichen haben. Und ich habe jetzt hier dich als Frau und du bist hier in der nächsten Zeit in einer, naja, sagen wir mal in deiner Mitte, du bist die Königin der Münzen, ne? Du hast ja hier schon ein bisschen was angehäuft, angepflanzt, du hast hier reife Früchte zu tragen, was ich hier sehe, ne? Du bist hier auch sehr, sehr schmusebedürftig und ja, was ich hier wirklich sehe, ist, dass du auch gern für andere Menschen da bist, du bist sehr emotional, gefühlvoll, ne? Vielleicht hast du hier immer mal so ein paar gewisse Ideen, vielleicht könntest du dich aber auch gerade hier am Meer irgendwo befinden, an einem See oder halt wirklich im Urlaub und hier kommt ein Angebot auf dich zu, ne, was ich hier sehe. Also da kommt ein Page der Kelche, den ich jetzt so sehe und der könnte auf dich zukommen. Vielleicht ist das wirklich jemand, der künstlerisch so ein bisschen veranlagt ist, ne, jemand, der gerne Dinge erschafft. Vielleicht hat dieser Mensch auch blonde Haare, habe ich hier so ein bisschen mit drin. Und ja, das ist vielleicht auch so ein Freigeist, ne, auf gewisse Art und Weise. Aber was ich hier halt wirklich sehe, ist, entweder wird mit diesem Menschen noch ein Mangel sein erstmal, aber diesen Mangel wird man verlassen oder du kannst generell durch diesen Menschen einen Mangel verlassen. Na? Genau, also wenn das jetzt wirklich ein komplett neuer Mensch ist, dann kannst du einen Mangel verlassen. Also mit den 8 der Kelche und den 5 der Münzen lässt du diesen Mangel hinter dir. Also du, ne, du tust schweren Herzens dich von etwas hier so ein Stück weit verabschieden, von etwas anderes vielleicht auch und machst dieses Neue, lässt dich vielleicht auch hier auf dieses Neue ein. Oder es ist halt wirklich so, wenn du diesen Menschen kennenlernen könntest, könnte hier noch ein Mangel kommen. Ne, also vielleicht hast du hier auch so ein Stück weit Angst, auch muss ich mich jetzt wieder davon wegdrehen, ne? Vielleicht ist die Kommunikation hier so ein bisschen wirsch, vielleicht kommt da auch manchmal nicht so richtig, aber ich kann dir sagen, hier, ne, klar, Geduld zahlt sich ja aus und die Geduld, weiß ich, dass das Geduld, dass man nicht so viel Geduld hat, ja, gerade das Kollektiv hat nicht viel Geduld, aber es kann hier ein Wachstum möglich sein, wenn man das wirklich pflegen tut, diese Verbindung mit diesen Menschen, ne, dann kann hier wirklich ein Wachstum möglich werden. Gerade was auch so die Gespräche betrifft. Ja, also da sollst du dir keine Sorgen machen. Ich habe auch die 8-8 mit drin, ne, das kann ich auch sagen, 8-8. Und oder 88. Und wie gesagt, du als Single kannst hier in der nächsten Zeit jetzt hier einen Mangel verlassen. Aber Geduld ist ja auch gefragt, gerade was so deine Gefühle betrifft, gerade wenn halt wirklich jemand auf dich zukommt. Ne? Es ist halt ein Page, es ist halt niemand, der hier dir die Welt zu Füßen legt. Es ist halt jemand, von dem ein Angebot auf dich zukommen könnte hier. Ne? Okay. Ja, für die Männer kann es natürlich auch sein, dass es hier zwei unterschiedliche Frauen sein könnten oder dass es eine Frau ist, die sehr, sehr gefühlvoll ist, die sich schon sehr, sehr viel angesammelt hat. Diese Frau erschafft vielleicht auch gerne hier ein paar Dinge und ja, mit dieser Frau kannst du den Mangel verlassen, ne, in dem du dich gerade befindest und vielleicht ist es auch gut, auf diese Frau mal zuzugehen, aber es ist hier wirklich Geduld gefragt, bis halt wirklich ein Wachstum hier kommen kann. So, was kommt hier noch auf die Singles demnächst zu? Das Schiff wollte jetzt schon ins Feuer gehen. Oh Gott, oh Gott. Okay, eine kommt, eine noch. Okay, sehr schön. Sehr schön. So, also. Also für die Singles, wie gesagt, sehe ich hier einen Neuanfang, ne? Also hier macht jemand etwas Neues. Hier kommt jemand mit einem liebevollen Angebot in deine Richtung. Vielleicht auch mit einem Gespräch. Aber irgendwas wird einen noch da Stress bereiten. Ne? Es wird hier so ein Stück weit an einem Neuanfang noch nagen.
Und also es kann wirklich hier mal Neues sein oder es ist für die Singles wirklich so, dass hier noch ein Verlust ist, dass hier noch es an einem Neuanfang nagt. Aber du schaust hier, du wünschst dir hier ein Treffen mit diesen Menschen. Du schaust darauf, dass sich hier etwas positiv verändert und dass da ein Wachstum kommt. Ja, und dass dieses Komplizierte da mal beendet wird. Was ich hier halt wirklich noch sehe, ist, man hat tiefe, du wirst tiefe Emotionen für einen Menschen haben oder ein Mensch hat vielleicht auch Angst vor der Liebe. Entweder hast du Angst vor der Liebe oder dieser Mensch hat Angst vor der Liebe. Es kann sein, dass du diesen Menschen auf einer Reise kennenlernst. Es kann sein, dass du diesen Menschen kennenlernst, wenn du vielleicht auch umziehst. Oder es kann sein, ja, dass du dich hier wirklich nach Familie sehnst. Du sehnst dich hier nach einem Menschen, du hast tiefe Emotionen. Ne, hier ist so ein Stück weit, suchst du hier wirklich eine Antwort, eine Lösung, wie man hier die Emotionen vielleicht auch bei diesen Menschen so ein bisschen öffnen kann. Ja, also es ist ein Gespräch, wo man wirklich viel Geduld reinstecken muss mit diesen Menschen. Also egal, ob es jetzt jemand Neues ist oder ob es jemand ist, der den du vielleicht auch schon kennst. Ja, wenn dieser Mensch in dein Leben ist oder wenn der Mensch in dein Leben ist, entweder hat dich dieser Mensch schon enttäuscht oder es ist so, dass sich dieser Mensch so ein bisschen vom Gespräch wegziehen kann. Ja, und wir sehen halt, es ist halt wie viel Geduld hier. Also es ist viel Geduld gefragt bei diesen Menschen, gerade was so die Kommunikation mit diesen Menschen betrifft. Ne, weil dieser Mensch entweder noch Ängste hat und man versucht vielleicht auch hier so ein Stück weit aufzumachen. Du versuchst den Menschen vielleicht auch ein Stück weit hier zu öffnen, damit mal was zum Vorschein kommt, ne, damit dieser Mensch dir vielleicht auch Emotionen zeigt, Gefühle zeigt. Es geht aber auch darum, hier auf die Intuition nochmal zu hören, gerade was so dein Inneres auch betrifft. Ne, schau da bitte, inwieweit ist da irgendetwas sicher. Wenn du den Menschen auf einer Reise kennenlernst, kann es natürlich sein, dass du dich dann fragst, okay, wie sollen wir das dann hier machen? Der Mensch kommt von weiter her. Ne, hat das überhaupt eine Möglichkeit mit diesen Menschen? Und Liebe ist auf jeden Fall hier mit dabei. Also eine Romanze ist es auf jeden Fall, ne, was du hier mit einem Menschen entweder auf einer Reise haben kannst oder ja, vielleicht sehnst du dich ganz einfach hier nach Sicherheit mit einem Menschen und dieser Mensch könnte aber auch weiter weg wohnen, ne? Auch das kann hier möglich sein für die Singles, ja. Also ihr lieben Singles, das ist eure Legung. Wenn du damit in Resonanz gehst, lass mir doch gerne ein Like oder einen Kommentar da. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, ne? Und wenn ich das jetzt so sehe, es kann natürlich auch sein, dass du vielleicht auch Angst hast, hier irgendwie zu scheitern, irgendwie Angst hast, einen Fehler bei diesen Menschen zu machen. Und dann bist du vielleicht auch so ein Stück weit sauer und könntest denken, warum bin ich jedes Mal, warum habe ich jedes Mal dieses kein Glück so richtig? Na, also irgendwie könntest du dich das so fragen. Du versuchst hier wirklich die gute Dame zu sein, du versuchst hier wirklich liebevoll zu sein und ja, dann halt sowas. Es bedeutet aber jetzt nicht, dass irgendwas verloren ist, nicht? Also du machst dir hier schon so gefühlsmäßig Gedanken. Na dann. Okay, was sagt denn die Liebe noch? Ja. Die Liebe sagt, es könnte eine Zwillingsseele sein. Eure Leidenschaft wird auf jeden Fall entflammt sein. Und das Vertrauen, um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Na? So, und dann schaue ich mal noch, was wir die Engel und Ahnen hier noch als Tipp geben möchten. Ein Tipp bitte für die Singles. Es sind zwei. Einmal der, nee, drei sogar. Einmal der Himmelsvater und der sagt, vertrau auf das Unbekannte. Dann die Wölfin, entfessle die innere Wildnis, also ne, tu deine Emotionen, tu dich ein bisschen öffnen, ne? Und der Tierhüter, vertraue deinen Instinkten. Ja, ich habe auch so ein Stück weit das Gefühl, dass du vielleicht auch so, dass du vielleicht auch Angst haben könntest. Also wenn es nicht dieser Mensch ist, hast du vielleicht auch hier so ein Stück weit Angst, dich zu öffnen, ne? Weil du halt wieder Angst hast, irgendwie enttäuscht zu werden. Ja, und das wird dir so einen kleinen Mangel bescheren. Ne? Also versuch bitte dein Herz mal zu öffnen. Du musst ja nicht komplett ganz alles aufmachen und offenbaren, aber vielleicht ein bisschen dein Herz öffnen, einfach nicht zu sehr misstrauisch sein, ne? Sondern dass du einfach
ja, versuchst da stabil zu bleiben, ne, in dieser Sache. Meine lieben Singles, ich wünsche euch hier einen ganz, ganz wundervollen Tag, eine wundervolle Zeit, ne, und ja, öffne dein Herz, ja, wenn es möglich ist. Also nicht für jeden Menschen, aber wenn du merkst, ja, du kannst da schon irgendwie drauf vertrauen, ne, dann öffne ein bisschen mehr dein Herz für diesen Menschen. So, alles Liebe. Bis bald. Ciao.